Ein Beruf, ein schweizweit gültiges Diplom, eine gemeinsame Website. Initiiert von der Schweizerischen Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen COHEP treten die 14 Pädagogischen Hochschulen der Schweiz mit einem gemeinsamen Auftritt an die Öffentlichkeit. Unter www.phschweiz.ch finden Interessierte alle Informationen über den Lehrerberuf. Also meiner Meinung nach ist die Seite sehr übersichtlich gestaltet mit den verschiedenen Fotos, die einem den Einblick in das Studium der PH gibt, wie auch den Lehrberuf an sich. Jetzt, wie sieht das vom Inhaltlichen her? Welche Inhalte werden transportiert und wie kommen die rüber? Auch inhaltlich, denke ich, ist es gut aufgeteilt. Es sind kurze, bündige Texte, die einladend sind, um zu lesen. Und man bekommt Einblicke in das Studium sowie auch den Lehrberuf, da es Aussagen von Studierenden und auch von Lehrpersonen gibt, die bereits im Beruf sind. Ziel der Lancierung der Homepage war, für interessierte Jugendliche sowie bereits berufstätige Lehrpersonen eine einheitliche Informationsplattform zu schaffen. Die Jugendlichen, die sind ja heute die größeren Profis im Medienbereich als die Erwachsenen. Deshalb legen wir nun Wert vom Generalsekretariat der COHEP, dass wir die Informationen über den Lehrberuf auch vermehrt über das Internet verbreiten. Die Homepage phschweiz.ch gliedert sich grundsätzlich in drei Bereiche: Lehrer werden, Lehrer sein, Lehrer bleiben. Maßgeblich beteiligt am Aufbau der neuen Seite war auch die Pädagogische Hochschule Graubünden. Für die Pädagogische Hochschule Graubünden war es sehr wichtig, an der Gestaltung dieser Homepage mitarbeiten zu können. Wir sind eine kleine Schule, wir haben ausgezeichnete Verbindungen zu den Dörfern, Talschaften und wir wissen, dass es für diese ganz wichtig ist, dass gute Lehrpersonen an ihren Schulen unterrichten. Unter phschweiz.ch erreicht man auch die Websites aller pädagogischen Hochschulen in der ganzen Schweiz. Willi Stadelmann, Präsident der Schweizerischen Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der pädagogischen Hochschulen. Der Lehrerberuf ist einer der wichtigsten und nachhaltigsten in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, immer mehr noch gut ausgebildete, theoretisch und praktisch gut ausgebildete Lehrpersonen zu haben. Das bedeutet, dass die pädagogischen Hochschulen als Lehrerbildungsinstitutionen außerordentlich wichtig sind für die Qualität unserer Schulen. Der Mehrsprachigkeit sowie der regionalen Vielfalt der Schweiz tragen außerdem die pädagogischen Hochschulen in Graubünden, der Romandie sowie dem Tessin bei. L'alta scuola pedagogica inserita nel territorio. Eine pädagogische Hochschule, die dem zukünftigen Berufsfeld ihrer Studierenden nahesteht, hat den Vorteil, dass sie die Sprache und die Kultur kennt. Stellen Sie sich die Entwicklung vor. Vor 10 Jahren gab es noch 150 Seminare, jetzt 15 PHs und ein einziges Diplom, mit dem man überall unterrichten kann. Im Welschland beispielsweise haben wir 4 Institutionen, große und sowie im Wallis und Fribourg auch kleine. Unbedingt nötig für die Schweiz. Besuchen Sie die neue, natürlich mehrsprachige Website phschweiz.ch und informieren Sie sich aus erster Hand über das Berufsbild der Lehrerin, des Lehrers.